Willkommen zurück, eine neue Folge Poke MMO. Wir haben in der letzten Folge die MSN betreten und werden jetzt diese weiter erkunden. Wir haben bis zu dieser Tür hier sämtliche Trainer besiegen können und schauen da jetzt mal, was es so in der Küche gibt. Okay. Ja, wir betreten hier einfach mal die Küche und stören die Köche beim Kochen. Ja, eher beim Rumlaufen. Er hat aber niemand groß andere Informationen. Aber wir kriegen ein paar Beeren aus dem Papierkorb. Okay, gut, dann geht's doch mal die Treppen hoch. So, wir gehen gleich mal in Richtung Hauptdeck. Der Herr ist seekrank. Und jetzt könnten wir dann doch noch ein paar Trainer bekämpfen. Level 17. Wir sind hier aus Kadabra schon Level 22. Okay. One-shottet einfach alles. Okay, wir wollen aber, dass das Dick da auch etwas vorankommt. Ein Mushas. So, das war Sucker Punch gleich. Okay. Ingrid, natürlich. Wieso ist das eher dran? Wie kann ein Mushas schneller sein als mein Dick da? Versteht das einer? Das ist mir nicht begreiflich, wie ein Mushas schneller sein kann als ein Dick da. Obwohl mein Dick da ja auch noch höhere Level hat. Naja. So. Okay. Da müssen wir dann doch mal austauschen. Machollo kann ja auch einfach Schaufler. Gut, aber wir werden uns jetzt in dieser Folge eben durchkämpfen durch die MSN. Der schrubbt das Deck. Er hält Ausschau. Gut. Ein bisschen schneller könnten wir auch unterwegs sein. Dann werden wir uns gleich mal diesen ganzen Türen hier widmen. Nachdem unser Dick da wieder aufgeheilt ist.
Zum Glück geht die Heilung hier schnell. So. Und dann kommt auch gleich noch ein Battle mit unseren Rivalen. So, dieser Herr hat nach einem Relaxo gefragt. Und hier haben wir zwei Trainer, die wir bekämpfen können. Und eine Magnitude 9 reicht nicht aus, um den Goldini zu one-shotten. Also unser Diktor ist hier nicht großartig auf dem Höhepunkt. Okay. Die sind immer schneller als wir. Scaldini ist 4 Level unter mir. Ja, und natürlich verwirrt. Wäre ja auch sinnvoll, wenn es mal nicht so wäre. Auch das Tentacher ist wieder schneller. Okay. Wir trainieren jetzt erstmal etwas weiter. Ich kann jetzt nicht bei jedem Kampf wegen dem Diktar wieder in Richtung Heilung rennen. Das heißt, werden dann offscreen ein bisschen mit dem Diktar trainieren. Oh, hier ist alles negativ. Na gut. Das war's gleich für unser Magnetilo. Dann probieren wir es doch mal mit Kadabra. Das müsste doch zumindest mal schneller sein als ein Pikachu, ja. Was? Das hat das gewone-shottet? Sag, was ist denn jetzt hier verkehrt schon wieder? Warum sind denn die Gegner auf einmal so stark? Das verstehe ich nicht. Wie kann das Kadabra gewone-shottet werden? Ich meine, Spark ist doch ein spezieller Angriff, oder? So, Magnetilo hat es doch auch. Ne, es ist physisch, okay. Aber trotzdem direkt gewone-shottet zu werden, wenn wir dann doch wieder auf Heilen gehen. Das. Und unser Kadabra hat das Pikachu nicht gewone-shottet bekommen, also. So richtig werde ich hier noch nicht schlau, warum die Gegner so krass stark sind im Vergleich zu unserem Pokémon. Ich meine, das Pikachu war ein Level über meinem Kadabra und hat es halt einfach gewone-shottet. So, die beiden wollen nur reden. Da geht es um die VM-Zerschneider. Und hier gibt es nochmal Trainerkämpfe. Ein Fukano. Okay. Und es hat zum Glück nicht den Bedroher, dass unser Angriff gesenkt wird. Das heißt, unser Diktar kann doch mal schön Schaden machen hier. Und ein Ponita. Ja, mit Magnitude 8 und 9
Da hätte es mich jetzt wirklich mal gewundert, wenn es mal nicht die Gegner umgehauen hätte. Ein Radfratz. Und ein Crit. Ein Pikachu. Sehr schön. Das waren mal zwei Trainer, die unserem Diktar gefallen haben. So. Dann haben wir noch zwei Türen. Dann kommt auch schon unser Rivale. Hier geht es um die Safari-Zone in Fuxania City. Die werden wir später dann auch noch besuchen. Und hier haben wir nochmal zwei Damen, die sprechen wollen, aber die sind leider seekrank. Was machen sie dann auf so einem Kreuzfahrtschiff? Okay, dann kämpfen wir doch mal gegen unseren Rivalen. Mal sehen, was er so zu bieten hat. Er startet direkt mit seinem Bisa-Knosp Level 25. Wir werden versuchen, es zu paralysieren. Damit sind wir schon mal schneller. Und es versucht uns einzuschläfern. Derzeit hat es zumindest noch nicht getroffen. Mal gucken, ob ein Spark ein bisschen mehr Schaden macht, weil die Magnetbombe war jetzt nicht so. Nee, das macht wenig. Ja. So, dann sind wir dann doch eingeschläfert. Gehen wir doch wieder auf die Magnetbombe. Das wird jetzt ein etwas längeres Battle. Der eine schläft, der andere wird immer mal paralysiert. Dafür, dass es nicht effektiv ist, hat es ganz schön viel Schaden gemacht, ne? So, dann sind wir erstmal wieder munter. Stück für Stück. Jetzt ist es wieder eingeschläfert. Es ist hier ein Ausdauerkampf. Kommt halt drauf an, wie häufig hier Seedbomb durchkommt. Und die ganze Zeit zieht es 13 ab und jetzt auf einmal 17, okay. War es mal wieder ein Range-Hit. Warum auch nicht? Und da holt er gleich mal sein Radikal raus. Na gut. Überzahn. Ja, das zieht gleich mal mehr als die Hälfte ab. Okay, dann unser Diktar. Und das hält aus. Eieiei. Na gut. Ein Kadabra. Ich hätte Sucker Punch einsetzen sollen. Oh, es hat es ausgehalten, okay. Und Magnitude 8 hält es auch aus, aber das Sucker Punch kommt eher durch. Mal sehen. Das reicht aus. Hier konnte unser Dick da doch mal glänzen, auch wenn es mit einem HP überlebt hat.
Dann gleich noch ein Sucker Punch. Noch mal kurz bisschen Schaden gegen das Tauboga ausrichten. Und wir nehmen mal unser Ponita heim. Ruckzuck Hieb macht ganz schön viel Damage. So. Dann Charge. Und einmal noch. So, jetzt haben wir noch, zwei Pokémon mit vollem Leben und er hat quasi nur noch sein Bisa-Knosp, was schon ziemlich angeschlagen ist. Unser Ponita ist sehr schnell. Das sollte eigentlich ausreichen. Genau. Gut. Damit konnten wir unseren Rivalen besiegen. So, und er erzählt uns eben etwas von einem Zerschneider, was wir beim Kapitän uns abholen können. Dann werden wir doch mal zum Kapitän gehen. Der Kapitän fühlt sich sehr unwohl. Wir massieren seinen Rücken und als Dank bekommen wir die VM-Zerschneider. Und mit der können wir jetzt Zerschneider einem Pokémon beibringen. Ist jetzt keine sonderlich gute Attacke, aber das hilft ja alles nichts. Wir bringen es unserem Dick dabei, was kurioserweise Zerschneider kann. Es hat zwar keine Klauen, aber ja, es kann Zerschneider. Und damit haben wir erstmal alles auf der MSN erledigt. Verlassen das Schiff jetzt und das Schiff fährt gegen einen Stein. Ist wahrscheinlich gesunken. So, dann heilen wir uns da einfach mal auf. Hier können wir auch wieder mit dem Fahrrad fahren. Oh, hier ist auch eine Menge los. Okay. Und dann schauen wir uns doch mal die Elektro-Arena an. Konnte unser Shillock eigentlich... Ja, das kann Schaufler. Okay. So, dann wollen wir uns doch mal anschauen, wie die Elektro-Arena so aufgebaut ist. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao!